Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Im heutigen Video möchte ich mal ein bisschen was über Schmutzwasserpumpen sagen. Schmutzwasserpumpen brauchen wir immer dann, wenn wir ein Abwasser produzieren und dieses Abwasser nicht über eine Freigefälleleitung zum Kanal laufen kann. Mein Name ist Robert Jung-Nischke, ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Koi-Haltung, Koi-Teichbau und Koi-Bewertung. Ja, Schmutzwasserpumpe aus meiner Sicht ein zentrales Bauteil für alle die Koi-Teiche, die zum Beispiel einen Endlosbandfilter oder einen Trommelfilter haben, weil dort fällt regelmäßig schmutziges Abwasser an. Und ja, ich habe gestern gerade wieder die Schmutzwasserpumpe tauschen müssen, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Was da an Abwasser anfällt, ich staune immer wieder, wo der ganze Dreck herkommt, weil so im Teich sieht man ihn nicht, aber er ist halt da. Und das sind vor allen Dingen Pflanzenreste, Algenpartikel, natürlich auch Kot und Futterreste. Und ja, das ist erstmal nicht schön und vor allen Dingen ist es nicht schön, wenn die Abwasserpumpe nicht funktioniert. Und noch schlimmer ist es dann, was Gott sei Dank bei mir nicht passiert ist, wenn die Abwasserleitung verstopft. Und das passiert leider immer wieder, weil eben viele Leute nicht wissen, worauf man da achten muss. Deswegen dieses kleine Video. Ich zeige euch gleich die Pumpe, die bei mir das Mittel der Wahl ist, aber vorher ein paar grundlegende Dinge. Also grundsätzlich wäre es ja denkbar, wenn du einen Anschluss zum Kanal hast, dass du dein Abwasser vom Trommelfilter direkt in diesen Kanal leitest. Dazu sage ich aber gleich Vorsicht, denn das Problem ist, der Trommelfilter und auch der Endlosbandfilter, die produzieren ja bei jedem Spülvorgang nur eine kleine Wassermenge. Und diese kleine Wassermenge ist in der Regel nicht dazu geeignet, die Schmutzpartikel durch das komplette Rohr bis zum Kanal zu transportieren. Und wenn sie das nicht tun und du dann auch noch deinen Trommelfilter sehr sparsam eingestellt hast, also dass der vielleicht alle halbe Stunde oder alle Stunde nur mal spült, dann pappt der Schmutz, der dort rausgespült wurde, irgendwo in der Rohrleitung fest. Und das summiert sich auf und irgendwann setzt sich diese Rohrleitung dann zu. Und das ist eine Riesensauerei, weil dann hast du richtig Probleme, diese Rohrleitung wieder frei zu bekommen. Das ist nämlich häufig so, dass diese Abwasserleitungen nicht senkrecht nach unten gelegt werden bis zum Hauptkanal, sondern dass die irgendwo mit einem leichten Gefälle installiert werden. Und dann hast du eben das gerade geschilderte Problem. Das Wasser läuft zwar weg, aber das läuft sehr langsam. Dadurch bleiben so Fadenalgen, Knubbel, die bleiben gerne mal liegen und das klebt dann eben im Rohr fest und wächst die Rohrleitung einfach zu. So, und deswegen präferiere ich eine Hebeanlage. Das heißt, du sammelst deinen Schmutz in einem Behälter unterhalb des Trommelfilters. Ich würde immer empfehlen, mindestens 50, eher 100 Liter zu nehmen. Und du machst dann dort eine sehr robuste Schmutzwasserpumpe rein, die in der Lage ist, Partikel bis zu 50 mm Korngröße ohne Querschnittsverengung in den Kanal zu pumpen. Und das mit der ohne Querschnittsverengung ist ganz wichtig. An deiner Pumpe muss der engste Querschnitt sein, damit dahinter keine Verstopfung mehr erfolgen kann. Und dann musst du auch noch ein Rückschlagventil einbauen. Das ist auch noch ganz wichtig. Und da muss ein spezielles Schmutzwasserrückschlagventil rein, damit auch kein Dreck zurückläuft und das immer nur in eine Richtung geht. Wenn du da so ein PVC-Rückschlagventil einbaust, das ist in einer Woche dicht und dann tut sich gar nichts mehr. So, und dann, wie gesagt, brauchst du eine Pumpe, die entsprechend einen freien Querschnitt hat, aber das zeige ich dir gleich noch. Und dann hast du den folgenden Vorteil. Dann förderst du immer eine große Wassermenge unter hohem Druck. Also es muss dann auch eine Pumpe sein, die wirklich so mindestens mal 12 Meter, eher 20 Meter fördern kann, damit die dann auch die Leitung wirklich immer frei drückt. Und wenn du das machst, dann hast du immer eine durchgängige Schmutzwasserleitung. Und ich kann das wirklich bestätigen. Mein Teich ist so, wie er jetzt in Betrieb ist, seit 2005 in Betrieb. Meine Schmutzwasserleitung geht unter dem Teich lang. Das heißt, die fängt an auf, ich sage jetzt mal Höhe 1 Meter, geht dann runter unter dem Teich lang. Das ist dann irgendwo auf 2,30 Meter liegt die, dann geht die wieder hoch. Und dann geht die in den Kanal. Das heißt, das ist auch noch ein richtiges U. Und trotzdem gelingt es mir mit dieser Installation, das ganze schmutzige Wasser und das wirklich alles mit drin. Da sind kleine Ästchen mit drin, da sind Fadenalgen drin, da sind Blätter mit drin. Alles wegzudrücken und das seit 2005, ohne dass die Leitung verstopft. Ich habe das mal eine kurze Zeit gemacht, dass ich gedacht habe, okay, das geht vielleicht auch per Schwerkraft.
weil ja die Leitung tiefer ist als der Trommelfilter. Aber da konnte ich zugucken, wie nichts mehr dann da durchging. Und Gott sei Dank habe ich sofort bemerkt und habe dann direkt wieder mit Pumpe gearbeitet. Und seitdem, wie gesagt, läuft diese Leitung einwandfrei und die Schmutzmengen sind gewaltig. So, und jetzt gehen wir mal zur Pumpe und dann zeige ich dir die Pumpe meiner Wahl. Ja, hier siehst du nun meine Pumpe. Und da gibt es so ein paar Sachen, die sind halt wichtig. Ich bevorzuge für so eine Schmutzwasserpumpe eben so einen starren Schwimmerschalter, weil der funktioniert halt einfach immer. Man muss halt nur dafür Sorge tragen, dass der dann auch nie blockieren kann. Wenn man diese Schwimmerschalter hat mit dem Kabel dran, da weiß man nie, wo der gerade lang geht. Und deswegen kann es eben auch dazu führen, dass der dann irgendwo sich verheddert oder hängen bleibt und dann eben tatsächlich die Pumpe nicht mehr läuft. Und hier sieht man auch, das ist ein 50er Durchgang. Aber was viel interessanter ist, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt hält die Pumpe natürlich nicht. Also wenn man hier reinschaut, sieht man das Laufrad. So, und hier ist jetzt der Ausgang. Und wenn man reinschaut, sieht man, dass das Laufrad über dem Ausgang ist. Das heißt, der ganze Schmutz, der angesaugt wird, wird hier unten angesaugt und geht dann hier, ohne dass eine Querschnittverengung vorhanden wäre, in die Rohrleitung und damit weg. Und das ist halt der entscheidende Vorteil, dass eben die Pumpe so selten wie möglich verstopft. Wenn jetzt also ein Ästchen dabei ist im Abwasser, was größer ist, dann würde das natürlich auch dazu führen. Da muss man aufpassen. Aber ansonsten ist diese Form der Pumpe diejenige, womit man am wenigsten Probleme hat. Und leider ist es halt so, dass bei vielen Schmutzwasserpumpen hier das Laufrad so praktisch 5 cm tiefer hängt, also mitten im Durchgang, also hier mittendrin. Und dann habe ich eben den Nachteil, dass die Pumpe ja recht regelmäßig verstopft und gereinigt werden muss. Leider sind diese Pumpen relativ teuer. Also ich habe eben so ein Video gemacht, mach es direkt richtig. Ich muss mich also schon wieder an die eigene Nase fassen. Diese Pumpe war jetzt eben kaputt nach, also mindestens mal 8 Jahren Betrieb. Ich habe einmal zwischendrin den Schwimmerschalter tauschen lassen müssen und sonst war nichts dran und jetzt ist wieder der Schwimmerschalter kaputt. Ansonsten läuft diese Pumpe nach wie vor zuverlässig. Und ja, ich hatte mir, weil eben diese Pumpe kostet ungefähr 1000 Euro, hatte ich mir günstigere Schmutzwasserpumpen gekauft und ich habe jetzt hier 1, 2, 3 günstige Schmutzwasserpumpen liegen. Zwei, die jeweils ungefähr 60 Euro gekostet haben und eine, die 150 Euro gekostet hat. Und alle Pumpen sind im Grunde ja, nach 1, 2 Tagen verstopft und tun es nicht mehr. Und das ist eben der Punkt, was nutzt mir eine Pumpe, die halt viel günstiger ist, die aber nicht funktioniert. Und das ist eben das, warum ich auch immer wieder sage, mach's direkt richtig. Ja, und ich werde jetzt in den sauren Apfel beißen, werde natürlich diese Pumpe reparieren lassen, weil die Reparatur, selbst wenn sie 100 Euro kostet, ist das gerechtfertigt bei dem Pumpenpreis, weil ansonsten läuft sie ja einwandfrei. Und ansonsten werde ich mir auch noch eine Reservepumpe holen. Das heißt, immer dann, wenn die eine kaputt ist, kann ich die andere benutzen. Denn das ist auch so ein Punkt am Koi-Teich, der läuft halt 365 Tage im Jahr. Und ja, wenn man eben mit Hebeanlage arbeiten muss oder arbeiten will aus Gründen der Betriebssicherheit, dann brauche ich eben auch eine Abwasserpumpe, weil eben die Mengen an Abwasser, die anfallen, sind nicht unerheblich. Jetzt ist es bei mir so, ich arbeite auch noch mal redundant. Also wenn bei mir diese Pumpe ausfällt, ist das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich habe, wie ja eben beschrieben, diese Hebeanlage, aber ich habe mir noch einen zweiten Kniff gemacht. Ich habe in meinem Pumpen- oder in meinem Filterkeller auch noch einen Sickerschacht, wo halt das Regenwasser versickern kann. Und der Sickerschacht ist so tief, da gehen geschätzt auch nochmal 50 Liter rein. Und da habe ich eine eigene Pumpe drin, die eben auch eine Schmutzwasserpumpe ist. Und diese Pumpe, die entwässert auch in den Kanal. Und wenn jetzt meine Schmutzwasserpumpe 1, wie ich sie nenne, defekt ist, dann läuft irgendwann meine Hebeanlage über. Die hat also einen offenen, es ist ein offener Behälter und dann wird das Schmutzwasser über Pumpe 2 entsorgt. Allerdings Pumpe 2 kann nicht die Schmutzmengen fördern. Das heißt, der Schmutz bleibt dann im Grunde in der Hebeanlage, aber zumindest mal die Flüssigkeit
wird dann eben entsprechend abgepumpt, sodass jetzt mal eine Woche ohne diese Pumpe überhaupt kein Problem darstellt. Aber dann habe ich schon eine Riesenschweinerei in meinem Filterkeller, weil dann der ganze Rotz, den ich eben beschrieben habe, da rumliegt. Ja, so viel zum Thema Schmutzwasserpumpen und mach's direkt richtig. Also ne, immer dann, wenn man versucht zu sparen, mal funktioniert es, mal aber auch nicht. Und man muss einfach auch sagen, gute Produkte haben halt einen anderen Preis als, nee, ich möchte es jetzt nicht sagen, als eben Produkte, die, naja, vielleicht billiger hergestellt wurden. Und es hat eben auch manchmal einen Grund. Aber vielleicht kennst du ja eine günstige Pumpe, die von mir eben gezeigte, die gleiche Eigenschaft hat. Ich habe keine gefunden, die einen freien Durchgang von 50 mm hat und Schmutzpartikel von dieser Größe fördern kann. Wenn du eine weißt, dann freue ich mich über einen Hinweis, denn auch ich würde lieber weniger Geld für eine neue Schmutzwasserpumpe ausgeben. Aber wie gesagt, bisher habe ich keine gefunden. Ja, solltest du auch zu dem Thema weitere Fragen haben, dann melde dich doch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du wieder wie immer in der Videobeschreibung. Solltest du andere Fragen haben, eine Teichberatung benötigen, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Da freue ich mich. Und ja, ansonsten für Anregungen und Kritik bitte auch melden. Ich habe ganz bewusst keine Kommentare zugelassen in meinen Videos, weil da kommt so viel Müll bei rum, weil es eben Leute gibt, die meine Videos noch nicht mal bis zum Ende sehen und dann trotzdem schon irgendeinen Mist schreiben. Das brauche ich nicht und deswegen musste ich das leider abschalten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.